Bürger der Föderation, werden die Benziten demnächst der Föderation beitreten? Wie geht es mit den Orionern weiter? Können wir von den Tamarianern wirklich eine Freundschaft erwarten, obwohl wir sie kaum verstehen? Was werden die Cardassianer machen? All das sind Fragen, die mich bewegen, die euch bewegen. Und mit diesen Fragen gehen wir in die neue Runde. Hier auf hineingestolpert. Ja, wir schauen gleich mal untätige Anführer. Da können wir jetzt erstmal noch nichts dran ändern. XP in der Föderation. Den Nobelanern habe ich ja eine Föderation gegründet. Einfach auch, um sie zu schützen. Die sind hier oben die anfälligsten. Eltanische Union, Forschungsabkommen. Ja komm, ich will sie näher mich binden. Das kostet mich zwar ein bisschen Einfluss, aber hey, das ist okay. Das ist okay. Migrationsabkommen, dem werde ich zustimmen. So, erstmal machen wir die Forschung. Dedizierte Phaser 2 haben wir erforscht. Jetzt können wir das Zeitkommando, Kristallbergwerk, Zeitkristall, Artefaktstation, Mikrowurmloch, Zeitreiseanzug. Phaserwaffen in den nächsten Stufen wäre natürlich auch geil. Aber das Zeitkommando. Oh ja, das will ich haben, das will ich haben. Edish Monolithisch Drema 5 ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar. Aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Xenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlerisch geneigten Rasse platziert. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um Fiktion handeln muss. Oder? Ja komm, zeichne das mal für die Archive auf. Es gibt uns auch ordentlich Ingenieurpunkte. Forschung ist immer gut. Sigma Draconis ist aufgestiegen. Oh, das werden wir gleich mal in Angriff nehmen. Sieht es jetzt auf der Erde aus. 15 Plätze offen, 2% Kriminalität. Construction complete. Ja, unsere Sternbasen sind ausgebaut. Wir werden hier unten mal Solarmodule. Wir brauchen nämlich dringend. Wirtschaftspakt schließen. Dem werde ich auch zustimmen. Ich will ja die anderen. Ja, das kostet mich Einfluss. Aber wir brauchen dringend den engen Kontakt zu den Deltanern und den Benziten. Dahin geht ja schließlich in Zukunft unsere Ausdehnung. Wir werden Quartiere bauen, um den Unterhalt der angedockten Schiffe zu reduzieren. Und das ist mit der Flotte natürlich... Da ist schon was, ne? Da ist schon was. Deadlake, bauen wir schon Solarmodule. Du kannst mir hier nochmal eine Forschungsstation bauen. Gamma Eridani werden wir Solarmodulnetzwerk bauen. Ich werde auch hier hinten eine Schiffswerft bauen. Und auch hier Quartiere. Solstation wird geupgradet. Gamma Botes, auch hier kann ich jetzt kein Solarmodulnetzwerk bauen. Aber da kommen wir auch noch hin. Warte mal, was haben wir hier noch Schönes? Hier hätten wir eine Werft. Das heißt, hier oben brauche ich keine Werft. Da brauchte ich nur eine verbesserte Station. Oh, guck mal, die Flaxianische Harmonie ist dem medizinischen Austauschprogramm beigetreten. Das erfreut mich doch sehr. Das erfreut mich doch sehr. Wir können mal nachsehen, unsere Forschungsschiffe. Wir haben hier eins, das unbenutzt ist. Das geht erstmal zurück zum Upgrade.
Erstkontakt mit dem Ephrosianischen Ministerium, Hochinquisitorin Lenre Krelli und der Rest des Religionsrats grüßt euch. Wir geben dem Ephrosianischen Ministerium spirituelle Führung und unser erklärtes Ziel lautet, diese großartige Nation auf dem Weg der Erlösung zu führen. Wenn ihr diesen Weg nicht kreuzt, können wir in Freundschaft leben. Wir grüßen euch natürlich. In Frieden. Mehr oder weniger. Manchmal. Öfter. Kann gut sein. Kann ich jetzt hier oben? Ja. Mit dir aus, du hast keine Befehle, dann kannst du mir hier die Forschungsstation bauen. Da ist die Forschungsstation gebaut. Ach, das holen sich die Zenketi. Er ist nicht in der Mitte. Ich hätte ich gerne talionischen Kristalle. Da habe ich schon so ein ganz kleines Interesse dran. Was hat man sonst so? Hier hat man Stufe 3 noch was. Unsere Kolonisierung ist im Gange. USS Magellan. Ohne Auftrag. Guck mal, da wimmelt es von Gebäuden. Und die Anik Schwarz kann sich das ruhig mal ansehen. Wenn sie das hat, werden wir sie zum Upgrade schicken. Und dann schauen wir mal, dass wir hier hinten... Vielleicht unterstützen wir da auch nochmal mit ein bisschen Forschung. Wegen dem Deuterium hinten wären natürlich die zwei Systeme sind von Rohstoffen interessant. So, Ingenieurforschung abgeschlossen. Die Magieklasse. Aber erstmal durchsehen, was wir sonst noch zur Auswahl haben. Nebelraffinerie. Produziert 12 Minereien. Ich brauche. Aber gut. Also die Industrie und Produktion würde ein bisschen verbessert. Komm, schwere Kreuzer. Will ich haben? Krieg ich. Kristall haben wir noch nicht, ne? Ships upgraded. Ilia ist in fremder Hand. Ich will dann wenigstens die Lücke hier schließen, dass wir da einen besseren Kontakt haben. Construction complete. Den Keti. Wir erheben viele Ansprüche. Construction complete. Aber die können ruhig versuchen, irgendwas zu machen, aber ich glaube nicht, dass die in irgendeiner Form Erfolg haben werden. Erstkontakt mit den Drehmann Salkundi. Ich komme mit Grüßen von Sekretärin Jorim de Dentarop. Oh, meine Güte. Dem unumstrittenen Herrscher von Drehmann Sekundi, bla bla bla. Ja, ich grüße euch in Frieden. Ich glaube, ich hätte in ernsthafter Diplomatie große Probleme. Monatliche Einigkeit plus 5%. Neue Sternbaseneinrichtung, Schwarzes Loch Observatorium. Ja. Demokratische Herrscherwahl. Unterstütze hier ganz klar Jonathan Archer. Der gute Mann hat uns sicher durch den Krieg geführt. Hat die Betasoiden in die Föderation geführt. Da muss man ganz klar sagen, das waren alles gute Sachen. Alles super Sachen. Oben hätten wir Delizium. Ich glaube, das System müssen wir uns ganz dringend sichern. Schicken schon mal ein Konstruktionsschiff hin. Construction complete. Gut, du hast hier Konstruktion abgeschlossen. Hier bauen wir auch nochmal ein Solarmodul und Verteidigung. Oh,
Stationchen, ne? Der Föderationsrat trifft sich erneut. Ich würde sagen, wir beginnen Beitrittsgespräche mit Denobolanern. Mit mittlerer Intensität. Die hätte ich nämlich schon gern in der Föderation. Kein mächtiges Reich. Aber da muss man einen riesen Vorteil sehen. Es kostet uns nichts. Also nicht wirklich viel. Und wir wären, was Bündnisse angeht, wieder ein bisschen freier in andere Richtung. Und mehr Vielfalt kann uns nur gut tun. Oh ja. Ja, den Einfluss haben wir gleich. Aber da gibt es Delizium. Im Laufe der Jahre nehme ich an, dass der Ruhestand einen gewissen Reiz für Sterbliche wie dich hat. Dieser Reiz kann sich auch... Guck mal, ich zieh das mal. Kann ich nicht wegziehen. Guck mal, ich zieh mal mich kurz weg. So. Im Laufe der Jahre nehme ich an, dass der Ruhestand einen gewissen Reiz für Sterbliche wie dich hat. Dieser Reiz kann sich auch auf Raumschiffe erstrecken. Während eine Schiffsklasse ihnen jahrzehntelang gut gedient haben mag, kommt ein Punkt, an dem es freundlicher ist, sich weiterzuentwickeln, wie zum Beispiel, wenn ihre Nachfolger erforscht haben. Eine kurze Frist wird es ihnen ermöglichen, dieses Design zu warten und zu aktualisieren, aber schließlich sollten sie erwägen, sie außer Betrieb zu nehmen. Aber mach dir keine Sorgen, wenn es gibt Möglichkeiten, das zu verhindern. Der Bau eines Schiffsmuseums und die Interaktion mit ihm wird es ermöglichen, eine kleine Anzahl älterer Schiffsklassen zu reaktivieren. Verstanden. Ja, dann kann ich meine Kamera wieder verschieben. Zurück an seinen alten Platz. So. Emmet. Bonaventura-Klasse. Yorktown-Klasse. Discovery-Klasse. Discovery. Emmet. Okay, das ist nur doppelt. Die Magie-Klasse ist erforscht. Dann gehen wir jetzt. Magnesit. Uber-Klasse. So, die erste Föderationsflotte kriegt zweimal die Nimitz. Zweite Föderationsflotte. Kriegt gar nichts. Was habe ich denn die zweite so schwach? Können die IGS Kumari-Klasse mal rausnehmen? Dafür einmal die Nimitz hinzufügen. Dann haben wir die dritte Föderationsflotte. Auch hier fügen wir die Nimitz hinzu. Vierte Föderationsflotte ist am Limit. Wird mit der zweiten kein Limit angezeigt. Ja. Verlassener Vergnügungspark. Die Gebäude auf Stufe 23985A sind nicht so alt, wie wir zuerst angenommen hatten. Es scheint ein Spielplatz oder ein Vergnügungspark zu sein. Wissenschaftsoffizier Nick Schwarz stellt fest, dass viele der Vorrichtungen hochkomplexe Werke sind, von denen wir noch viel lernen können. Zudem war dies aus Sicht der Konstrukteure vielleicht eine moderne Sensormatrix oder sogar ein gigantisches Kunstwerk. Für uns Menschen hingegen sieht das hier mehr wie ein Ort aus, zu dem man seine Kinder mitnimmt, damit sie Spaß haben. Verblüffend. Sehr verblüffend. Ah, eine neue... guck mal. Du bist hier durch. Dann kannst du...
Hier mal, da gibt es schwaches Signal. Eine Art von Ortungsstation. Ja, das kannst du dir mal ansehen. Dann haben wir da die Enterprise. Kannst mal hier erkunden. Oh, das System ist spannend. Konstruktionsschiff, Konstruktionsschiff. Construction complete. Bergbaustation bauen. Oh. Sendet Diplomaten. Kalasianer erheben Ansprüche. Die aus dem Orbit erkennbaren Silhouetten sind tatsächlich Gebäude, die bei näherer Betrachtung offensichtlich kriegerischen Zwecken dienten. Die Maßstäbe Die Einrichtung ist seit langer Zeit verlassen, wenngleich nach galaktischen Maßstäben noch nicht lange. Wissenschaftsoffizier Ayane Ishigawa glaubt, dass unter dem Staub, mit dem wir die verfallenen Kasernen und geplünderten Areale besägt sind, noch immer Wissen über geheime Alien-Taktiken liegen könnten. Wir haben ein Spezialprojekt zum Studium der Überreste ausgegeben. Ich will das Spezialprojekt. Das läuft alles. Ich werde dich hier mal... Aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn von Wacker 4a geschleppt. Auf der Oberfläche befinden sich noch immer gewaltige Triebwerke und Bremsschubdüsen, die aber schon seit langer Zeit unbrauchbar sind. Wer auch immer hierfür verantwortlich ist, hat auch die Mineralien der Asteroiden abgebaut, wobei diese Bemühungen anscheinend nach kurzer Zeit wieder eingestellt wurden. Interessant. Wir werden übrigens hier oben mal weitermachen. Nicht jetzt. Ach, wieder eine Dinobolana. Ja. Föderationsräte haben eine Konferenz zwischen der Dinobolanischen Vereinigung und den betroffenen Würdenträgern der Mitgliedswelt des Andorianischen Sektors arrangiert, die auf der Heimatwelt von Denobola abgehalten werden soll. Sende ein Wissenschaftsschiff, da machen wir uns gleich dran. Bau mal hier meine Sternbasis. Das heißt, wir brauchen dich hier. Ja, das verändert alles ein bisschen. Und dich entsende ich hier für das Spezialprojekt. Muss sein. Wir müssen leider diesen leichten Umweg gehen. Du kannst hier weitermachen mit der Forschungsstation. Du baust mir hier... Nee. Bewegt sich da an. Bis du da bist, haben wir genug Einfluss. Ich will Wacker und Efros Delta. Das werden die letzten zwei Systeme sein. Hä, Eridani. Eridani. 71.000 Alienschiffe stärker. Ein massiver Krater auf Wacker 4e scheint das Ergebnis einer Kollision mit einem Raumschiff zu sein. Aufgrund der Größe des Kraters vermuten wir, dass das Schiff aus unbekannten Gründen vor ca. 10.000 Jahren aus dem Warp kam und den Mond rammte. Die IGS Pellet hat Subraumanomalien in der Nähe der Absturzstelle entdeckt, welche Überreste eines kollabierten Warpfeldes sein könnten, aber da das Schiff selbst beim Aufprall pulverisiert wurde, kann diese Theorie nicht überprüft werden. Er hat uns immer in Physikforschung eingebracht. Ich sag mal, das ist ja auch nicht schlecht, ne? Ausikana und Oriona haben Frieden geschlossen. Die Oriona breiten sich ziemlich stark aus hier unten. Das könnte noch ein Problem werden. Malcolm Reed ist aufgestiegen. Komm, Befehlshaber. Zeitkritisches Projekt. Da müssen wir mal ran.
617 Tage, das müsste eigentlich reichen. Das müssen wir noch angehen. Da sind wir ja auch dran. Das ist durch. Da können wir mal einen Gesandten hinschicken. Ja. War das wieder alles im grünen Bereich? Die Kepler ist ohne Arbeit? Ships upgraded. Dann können wir die Kepler hier oben einsetzen. Der diplomatische Dienst der Vereinigten Föderation der Planeten hat eine Konferenz höchster Ebene mit der Verwaltung von Legat Zellos Delgado auf Cardassia vereinbaren lassen. Die unter dem Kommando von Jonathan Archer wurde dazu auserwählt, die Vereinigte Föderation der Planeten Delegation zu transportieren und volle Unterstützung während der Konferenz zu leisten. Ja, komm, setz einen Kurs. Ein Planet am Rande der Zerstörung. Wie unsere frühere Untersuchung des Systems gezeigt hat, weisen viele der Planeten in diesem Sternensystem höchst ungewöhnliche geologische Instabilität auf. Als Folge dieser Instabilitäten ist der fünfte Planet des Systems bereits in Stücke gebrochen und hat tief in seiner Kruste Dilithium-Vorkommen freigelegt. Es wird vermutet, dass die Hauptursache für diese seltsamen Instabilitäten die ungewöhnlichen tiefen Dilithium-Vorkommen auf dem Planeten sind, die hier zu finden sind. Unsere frühere Untersuchung hat auch ergeben, dass einer der Planeten bewohnt ist. Der betreffende Planet, Benef Selek, scheint unter ähnlichen geologischen Instabilitäten zu leiden wie der zersprochene fünfte Planet, aber es wird vermutet, dass seine Kruste wesentlich mehr Dilithium enthält als die des fünften Planeten. Kurz haben wir auch ein Signal von einem einzelnen Bürger des bewohnten Planeten aufgegangen, der fragte, ob jemand da draußen ist. Wir können uns nicht in ihre Entwicklung einmischen. Leider, leider, und die oberste Direktive verbietet das förmlich. Und da gibt's die Lithium. Just saying. Oberste Direktive? Auf der Oberfläche von Wacker 2 wurde ein kleiner Kurzstreckensender entdeckt. Anscheinend handelt es sich dabei um eine uralte Erkundungsmarkierung, die vor Äonen hier zur Kennzeichnung eines großen Vorkommens wertvoller Mineralien platziert wurde. Da die Mineralien immer noch hier sind, kamen die Bergleute, für die sie bestimmt war, offenbar nie hier an. Faszinierend. So, und jetzt können wir hier Bergbaustationen bauen. Hier ebenfalls Bergbaustationen. Hier werden wir Verteidigungsplattformen bauen. Technology discovered. Ein neues Langstrecken-Erkundungsschiff mit experimenteller Technologie und verbesserter Technik ist baubereit. An Bord dieses Flaggschiffs sollten unsere besten Besatzungen Dienst tun. Wir sollten unseren bisherigen Kapitän versetzen und unser bisheriges Flaggschiff in den Ruhestand schicken, bevor wir mit dem Bau des neuen Schiffs beginnen. Wir werden erstmal Pause machen. Damit haben wir die Hoover-Klasse entdeckt. Constellation-Klasse. Und als nächstes wird die synthetische Dilithiumfabrik erforscht. Wir haben jetzt viel zu tun, Leute. Wir müssen erstmal gucken, Archer. Archer ist unter dem Kommando von Jonathan Archer. Ich muss das mal. Jonathan Archer wurde. Ach, Forschungsschiff. Warte. Arik Sung. Kann es sein, dass wir gar kein Forschungsschiff unter dem Kommando mit Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Wir haben kein Schiff mit Jonathan Archer als Kommandant. Ja, schon hier und unterwegs für die Konferenz. Wir sollen ein Forschungsschiff nach Cardassia Prime bringen. Ach, wenn wir das Spezialprojekt anwählen. Ich habe mich schon gewundert. Ja, wir schicken sie mal hin.
Die ist zwar relativ weit weg. Wie lange haben wir denn dafür? 1737 Tage, das kriegen wir hin. Das kriegt sie hin. Da bin ich mir sicher. Ja, wir schicken da kein Militärschiff. Wir schicken da ein ziviles Schiff. Da sind wir auch dran. Das wird erforscht. Da sind wir auch dran. So. Alien-Kasernen. Wissenschaftsoffizier Ayane Ishikawa hat eine gründliche xenohistorische Analyse der militärischen Einrichtungen auf Wacker 1A vorgenommen. Sie hat jedoch nur wenig greifbare Resultate erbracht. Die Basis wurde gebaut, bevor der Planet völlig karg wurde. Ob seine aktuelle Unwirklichkeit aber das Resultat eines bewaffneten Konflikts ist, friedlichere Gründe hat oder gar zu einem natürlichen Prozess gehört, ist unklar. Von ihren Kampfstrategien und Taktiken kann jedoch abgeleitet werden, dass sie nicht viel fortschrittlicher als die unseren waren. Positiv zu vermerken ist, dass Wissenschaftsoffizier Ayane Ishikawa behauptet, das von den Alien-Überresten sehr inspiriert worden zu sein. Ja gut, sie hat ordentlich Erfahrung halt, ne? Juhu. Warte hier nur drauf, die Enterprise ist gerade... Wohl. Komm. Soul-System. Waren hier schon lange nicht mehr. Forschen eine seltene. Okay, da haben wir nichts. Wir werden mal auf die Ingenieurforschung besonderen Wert legen und die fördern. Ja, wir müssen mal gucken. Also, ich bin nicht unzufrieden, wie es läuft. Also, das kann ich nur wirklich nicht sagen. Hier oben gewinnen wir jetzt Silizium. Die Erforschung der Systeme geht weiter. Wir haben sogar noch ein bisschen Luft. Wacker können wir uns jetzt sichern. Du bist auch hierhin unterwegs. Ja, den Spornantrieb, der interessiert mich nicht. Grafisches Trainingszentrum. Produktivität verbessern. Verbessern mal die Produktivität und Forschung. Galaktisches Forum. Oh ja. Gerade für uns als Föderation ist das Galaktische Forum. Die Besatzung der USS Seng-He hat erfolgreich die Diplomaten von Andoria abgeholt und ist nun bereit, zu dem Wartner in Konferenz zu eskortieren. Wir haben Denobula engagiert. Okay, wir sollen nach Denobula. Das ist kein Problem. Auf geht's. Ein humanoider Händler hat sich in einem der Handelsposten der Vereinigten Föderation der Planeten genähert und uns ein Artefakt angeboten, das angeblich die Zeit für eine bestimmte Zeitspanne krümmen kann. Woher das Artefakt stammt oder wie es funktioniert, ist ein Rätsel. Ein Schnäppchen! Kaufen Sie es sofort! Die Möglichkeit, die Zeit zu krümmen, wenn auch innerhalb eines Grenzfensters, bietet uns einzigartige Möglichkeiten, Ziele zu erreichen, die sonst unmöglich wären. Präsident Jonathan Archers Berater haben zahlreiche Operationen für den Verwalter des Geräts bereitgestellt, bei denen eine Zeitschleife äußerst effektiv sein könnte. Versucht ein seltenes Experiment. Bin ich mal gespannt. Da einen Fortschritt zu erzielen. Das Zeitkristallgerät hat sich als unschätzbar wertvoll erwiesen, da es den Wissenschaftlern innerhalb der Vereinigten Föderation der Planeten erlaubt, gefährliche und andersweitig tödliche Experimente ohne Rücksicht auf Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Durch wiederholtes Testen flüchtiger Prozesse haben die Wissenschaftler auf bestimmten Gebieten wesentliche Durchbrüche erzielt. Die Ergebnisse sollten in Kürze zur Einsicht verfügbar sein. Oh. Sehr schön. Überprüft den Beitrittsprozess der Denobulanischen Vereinigung. Der Föderationsrat trifft sich erneut nach langen Diskussionen.
haben wir uns entschieden, erstmal mit niedriger Priorität voranzugehen. Man muss es ja nicht übertreiben. Ach komm, einfach weiter, Kontakt aufnehmen, versucht euer Bestes. Das ist nicht viel, ich weiß, aber es geht. Irgendwie muss es gehen. Wie sehen eure Fähigkeiten aus? Untersuch erstmal die Anomalie und dann kannst du wieder zurückkehren, das System hier zu untersuchen. Hier haben wir nämlich wiederholt, das ganze Oberfläche von Dremer 1 führten zu uneinheitlichen Sensorwerten. Als ob sich der Planet in einer ständigen Umwälzung befände. Das wird spannend. Hier sind unser Schiff unterwegs und die zwei spannenden... Valerianische Landsassen auf dem Bildschirm. Seid mir gegrüßt. Unsere Bürger grüßen euch in Frieden, auch wenn ihr sehr merkwürdiges Leutchen seid, ne? So, wir müssen mal kurz wieder auf unsere Planeten gucken. Alpha Centauri Prime kann ein Upgrade erlangen. Han Mokar kann ein Upgrade erlangen. Hier haben wir eine junge Kolonie. Da müssen wir mal sehen, dass wir ein bisschen was schaffen. Wird zum Fusionsreaktor, Grenzkrankenhaus. Hey, komm, Nahrung brauchen wir nicht. Heimatmuseum. Und ihr seid so weit weg von der Heimat. Da ist ein Heimatmuseum bestimmt was Schönes. Was ganz, ganz Schönes. Sieht es mit Doranium aus? Komm, hier gibt es eine Doranium-Schmiede. Sirius Prime kann abgegradet werden. Die Erde, ich würde hier eigentlich gerne das Minennetzwerk weghaben. Der Bevölkerung aus. 4,38, 30 Monaten der nächste. Ich muss es verlockender machen, das System. Verfügbare Tradition. Unterhalt Sternbasen, minus 20%. Sehr gut und... Wir haben einen neuen Aufstiegsvorteil. Interstellare Einflusskosten, Sternbasen, Einflusskosten, Ansprüche. Weltraumfestung. Gemeinsame Vision, monatliche Einigkeit plus 10%. Bewohnernutzung von Dienstleistungen minus 10%. Anziehung Regierungsethik. Größer als wir selbst, ermutigt arbeitslose Arbeiter und einfache Drohnenpopulationen sich freiwillig... Oh. Das nehmen wir. Alles, was uns einen Vorteil bringt. Richtlinien und Erlasse. Kontaktprotokolle, wer braucht denn sowas? Energieunterhalt, Sternbasen, minus 10%. Ja, werden wir mal nehmen. Dann haben wir noch Forschungszuschüsse. Sehr interessant. Größer als wir selbst und Forschungszuschüsse. Jo. Damit haben wir einige Erlasse durch. Gibt jetzt nochmal einen kleinen Schub.
Mitgliedschaft der Föderation. Unsere Diplomaten auf Axana haben Jahre damit verbracht, die Tugenden der Föderation zu preisen und das Inselvolk Axanari auf die Föderationsmitgliedschaft vorzubereiten. Heute ist der Tag der Unterzeichnungszeremonie. Heute ist der Tag der Unterzeichnungszeremonie. Nach der Zeremonie werden Sie ein vollwertiges Mitglied der Vereinigten Föderation der Planeten sein. Ein bedeutsames Ereignis. Als Vollmitglied der Vereinigten Föderation der Planeten werden Sie Ihre eigenen weltlichen Angelegenheiten regeln. Exzellent. Mit dem Beitritt von Axana zur Föderation schauen viele Axanari auf eine schöne neue Welt. Ja, willkommen auf der Erde. Anomaly detected. Mon Kadir, Sablissur. Valerianische Landsassen, natürlich wäre ich da eine. Kardasianer erheben wieder Ansprüche. Schran ist aufgestiegen. Axana ist jetzt Teil der Föderation, das ganz offiziell. Ich feiere es unglaublich. Können wir hier das schon mal einleiten? Ja, auch hier, die Wacker und Evros Delta werden bald auch im Gebiet der Föderation liegen. Hier unten sind wir auf dem Weg zur Konferenz. Hier oben ebenfalls auf dem Weg zur Konferenz. Ich freue mich schon auf die weitere Entwicklung. Denovola wird Teil der Föderation werden, da bin ich mir sicher. Vielleicht finden wir eine friedliche Lösung mit den Cardassianern. Man soll die Hoffnung niemals aufgeben. Und in dem Fall müssen wir aber trotzdem sehen, dass wir noch unsere Flotten verstärken. Wir haben unsere Flottenkapazität noch nicht ansatzweise ausgenutzt. Wir brauchen mehr Legierung. Das heißt, wir werden bei demnächst kräftig auf Einkaufstour gehen. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Dann gehen wir nochmal schnell auf die Flottenverwaltung. Alle verstärken. Dann haben wir unsere Flotten, die wir haben, schon mal verstärkt. Der nächste Schritt wird dann sein, noch eine weitere neue Flotte zu gründen. Ich freue mich wirklich auf alles, was da kommen mag. Und sage bis dahin, lebt lang und in Frieden. Haut rein.